Hallöle meine Lieben und willkommen zurück bei einer neuen Folge Elden Ring. Ich habe mich gerade mit diesen drei Knilchen angelegt. Ja, auf dem Weg hoch zum... Wow! Hier vielleicht... Ja, einer ist weg. Vielleicht ist es ein Fehler, das Ding ausgerüstet zu haben, dass wir so viel, dass wir zusätzlichen Damage nehmen. Okay, das wären die schon mal. So, ich wechsle hier mal auf die Heilung. Machen wir mal zweimal. Nein. Das Pferd wollte ich. Ich denke mal, wir müssen nicht jeden besiegen, sondern wir gehen direkt zum Baum. Da müsste wahrscheinlich ein Avatar sein. Wie so ziemlich bei jedem Baum. Das ist er. Das ist er. So alleine? Okay, dann können wir... Stinkender Avatar. Ah, noch so einer. Nimm mal Flamme, heile mich. Ich weiß nicht, ob wir den zum Bluten kriegen. So, und hier muss man weg. Wow! Okay, vielleicht ist es ein bisschen viel Damage. Marikas Pfahl. Da gibt es einen Marika Pfahl, aber... In den Höhlen, da gibt's keinen. Vielleicht sollten wir... Vielleicht ist das ein bisschen zu greedy. So, wo ist unser Zeug? Muss man das... okay, da ist es. Gehabt. Wow. Das ist fast ein One-Shot. Ey, was macht denn der für einen Schaden? Mein lieber Scholli, du. Ich sehe nichts. Ach, wieder an diesem blöden Baum festgehangen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir unsere Runen wieder zurückkriegen. Die 18.000 würde ich ungern verlieren, einfach weil wir kurz davor sind, die 18 zu erhalten. Okay. Eigentlich sollte ich den mittlerweile ganz gut hinkriegen. Au! Verdammte Bäume. Okay. Weg hier. Das ist eigentlich der
bedrohlichster Angriff. Und zurück. Au. Ich muss mich heilen. Sonst one-shottet er mich. Und wieder zurück. Man braucht einfach eine genug große Arena. Au. Da war das Timing komplett falsch. Ich muss mal sehen, ob ich unsere Heilung verstärken kann. Okay. Also machen wir das. Oh. Heilung. Okay. Und weg. So, hier stehen. Jetzt macht er das schon wieder. Man sieht ihn teilweise einfach nicht. Okay, weg. Ja, mach die Bäume weg, das passt. Schon wieder ein Plancher. Okay, und schon wieder das. One shot. Eieiei. Okay, dann machen wir es anders. Wenn er meint. Wenn er meint. Ich glaube, ich kann den nicht bluten. Ich kann den nicht zum Bluten bringen. Nimm halt mal das da. Schauen wir mal, wie der Schaden von ihm jetzt aussieht. Hey, ich habe das Pferd gerufen. Meine Fresse. Der Schaden wird nicht wirklich weniger. Der Schaden wird überhaupt nicht weniger. Warum macht der so viel Schaden? Ich verstehe es nicht. Ja, wirf den Baum um. Danke. Und nochmal ein Plancher. Das ist das einzige Gute an dem. Es macht einfach alles weg. Okay. Man hat genügend Zeit, um zu verschwinden. Okay, wir gehen auf an die andere Seite. Ah, so viel mehr Damage kann das Ding dann nicht machen, ne? Wenn wir jetzt trotzdem fast gewone-shottet werden. Ah, Timing. Weg, 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 weg. Mach die Pötte weg. Okay, gut. Weiß nicht, warum ich da wieder hängen geblieben bin.
Ha, kann ich hinter ihm bleiben? Da geht es nur nach vorne? Okay. Kommt das? Und wieder Planschi? Ah, hier ist ein blöder Brocken. Und weg. Wenn man es kommen sieht, ist es eigentlich nicht so schwierig auszuweichen. Außer der Platz ist knapp. Oh, das war knapp. Und weiterer Plancher. Da ist die Marika-Statue, ich sehe sie jetzt auch. Okay, ein bisschen Glück gehabt. Da geht er wieder hoch. Und wieder ein Plancher. Er hält halt unglaublich viel aus. Und weiter weg. Na? Okay. Na, das war zu greedy. Damn it! Dann mache ich einen Fehler. Und hab mich. Warum macht alles hier so unglaublich viel Schaden? Ne? Wir haben das Ding ja eigentlich weggelegt. Plus 5 bei allem. Kondition, Stärke, Geschick. Erhöht den Glauben. Die Weisheit können wir nicht erhöhen, ne? Erhöht den Fokus. Können das. Wobei. Eigentlich ist die Heilung unter Umständen schon ganz gut. Das könnte mir. Ah, jetzt ist alles wieder da, die ganzen Bäume und so. Okay. Zum Glück macht mir das keinen Schaden. Ah, zu früh. Seht ihr, ich bin fast voll. Und ich glaube, dass der Talisman mir hilft. Wenn ich jetzt nicht zu schnell wieder Damage kriege. Dass ich dann komplett voll werde. Ja, seht ihr, ich bin fast wirklich wieder voll. Dem ist das, glaube ich, die richtige Wahl. Ah, das hat die Bäume nicht erreicht. Okay. Und er geht hoch. Der Plansch erinnert so ein bisschen an den Asylums-Dämon und seine Klone.
Den gab es ja auch nicht nur einmal. Okay. Nicht irgendwo hängen bleiben, bitte. Oh. Kommt noch eine Batterie. Gut. Oh. Oh, das Timing falsch. Da einmal heilen, wir sind fast voll und wir hoffen, dass der Ring uns das gibt, was uns fehlt. Eins, zwei. Und er geht hoch. Okay, wir starten hier. Noch eine Salve. Gut. Er blutet halt nie. Das scheint bei dem so ein Ding zu sein. Eigentlich sollte ich die Waffe wechseln, aber ich habe keine Lust dazu. Und wieder hoch. Okay, und das. Wir starten von rechts. Gehen nach links. Sehr schön. Und dann geht er wieder hoch. Es ist ein bisschen ein Gegrind, weil wir halt einfach wirklich zu wenig Schaden machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur an diesem Gebiet hier liegt. Oder ob wir grundsätzlich unsere Waffen upgraden sollten. Wieder hoch. Ich muss nochmal beim richtigen Hauptboss sehen, wie der Damage aussieht. Und dann wo werden wir entscheiden, ob wir die Waffe upgraden. Ich meine, eigentlich ist alles, was er tut, sehr berechenbar. Die einzige Möglichkeit zu sterben ist, wenn ich Fehler mache. Angriff nicht richtig lese. Okay, jetzt kommt er rückwärts. Okay, hier muss man einfach seitwärts. Rückwärts. Rückwärts. Dann kann man zuhauen. Banshee. Hat teilweise viele Delays drin, oder einen starken Delay drin. Okay. Ich glaube, wir kriegen ihn hin. Und rückwärts. Und rückwärts. Und weg ist er. So, stinkender Avatar. Das war's für dich. 91.000! Der hat 91.000 Runen gegeben! Leute! Was, what the fuck? Warum gibt der 91.000 Runen? Was soll ich mit so viel Runen anfangen? Oh! Gesprungene Stachelsteinträne, what the fuck? Was ist das hier? Erhöht alle Schadensresistenzen.
eine Kristallträne, die langsam im Lauf vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo der Segen des Ehrenbaums auf den Boden fällt. Kann in einer Flasche wundersamen Arznei gemischt werden, erhöht alle eure Schadensresistenzen. Und das hier? Eine Kristallträne, die langsam im Lauf vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo der Segen des Ehrenbaums auf den Boden fällt. Kann in einer Flasche wundersamen Arznei gemischt werden, bla bla bla. Das resultierende Gemisch erhöht die Chance, also eure Angriffe die gegnerische Haltung brechen. Okay, das könnte cool sein. Das Problem ist, wir haben halt immer noch nur eine Flasche der wundersamen Arznei, ne? Meine Fresse! Ich habe 100.000 Runen. Ich brauche nur 20 für den Level-Up. Was machen wir mit dem Rest? Ist hier sonst noch was? Grundgütiger! Das ist ein bisschen too much. So schwer, also, ne? Boah. Ich habe auch nichts, das ich kaufen kann, oder? Wo geht's hier hin? Das haben wir nur wieder die Festung, oder? Ich glaube, dem ist so. Ha. Okay, wisst ihr was? Wir machen unseren Level. Dann upgraden wir unsere Waffen. Also, ne, das neue, das Katana. Und dann schauen wir, was wir mit dem Rest der Runden machen. Vielleicht mache ich noch ein paar Level und dann... Keine Ahnung. Bei 100... Also, ne, wenn es jetzt 20.000 wären, würde ich sagen, okay, komm, scheiß drauf. 100.000 Runen ist... Weil auf der Brücke werden wir garantiert sterben. Also, ne, das ist... Da sind wir 62. Ich weiß halt auch nicht, ich weiß nicht, wie hoch wir sein sollten an diesem Punkt des Spiels. Ist immer so ein bisschen Gefühlssache. Also, so, das Ding kann weg. Stattdessen nehmen wir jetzt die Meteorklinge. Die hat auch noch Magie drauf. Darf 23 Weisheit gehen? Für den Mondschleier? Wir könnten halt einfach Mondschleier und Meteorklinge zusammen dual wielden. Das würde wahrscheinlich ziemlich abgehen. Große Last. Da sind wir wieder auf mittlere. Da sind wir auch auf mittlere. Okay, gut. Lasst uns in die Tafelrundfeste reisen. Wir haben ja genügend Runen, um die Waffe nach Herzenslust abzugraden. Vielleicht sollte ich mit dem zwei Fingern mal reden wegen der Rune von Renala, die wir schon seit längerer Zeit haben. Also, Waffe verstärken. Oh, Dunkelschmiedesteine braucht der. So, was ist 7? Okay, jetzt ist es auf plus 7. Jetzt geht's bei dem nicht weiter. Wie schaut der Schaden aus? Boah. Nicht schlecht. Wisst ihr was? Wir switchen. Wir nehmen die Meteorklinge als Mainwaffe. Ne, die ist plus 6. Hä? Okay, auf plus... Ja, auf plus 7. Sind beide plus 6. Okay, gut, gut, gut. Kriegsarsche. Was mit der Meteorklinge? Die geht nicht. Können wir die Skalierung nicht anpassen? Verstehe ich das richtig? Katana Schnittstich. 209 plus 72. Ist nie so schlecht.
Stärke Skalierung C? Okay, weil, ja. Weil es hat mit Stärke, Geschick und Weisheit skaliert. Deswegen sind die 72. Dann haben wir noch plus 25 Magie. Also das sollte ein ziemliches Damage Upgrade sein. Okay, reden wir mal mit den Zweifängern. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit den restlichen Runen machen sollen. It's too much. Ist zu viel für mich. Ich kann nicht mit so viel Geld umgehen. Kraft vom Echo erhalten. Echo der Vollmondkönigin. Was ist das hier? Schimmer, Steinstab. Boah, 60 Weisheit. Renalas Vollmond. Ich glaube, das haben wir uns schon mal angeguckt. Heldenausrüstung erhalten. Was soll es das? Eine Krone, eine hohe Krone mit einem Bild des Vollmonds. Eins getragen von Renala, der Königin des Vollmonds. Erhöht eure Weisheit. Oh. Um wie viel? Als Renala gleichzeitig Oberhaupt der Akademie von Rea Lucaria und der königlichen Familie von Caria ihren Gemahl Radagon verlor, starb auch ihr Herz. Und da wurde es der Akademie klar, Renala war keine Heldin mehr. Es ist zu schwach. Aber wir kaufen es, weil wir zu viele Runen haben. Wir gucken mal, was... Okay, jetzt haben wir da 50.000. Wir gucken mal, wie unsere Weisheit ist jetzt auf 18. Wo ist das Ding? Auf 21? Okay, das geht auf 24? Die erhöhen alle die Weisheit. Das Ding sogar um 6. Das ist sogar besser als das, was wir anhaben. In der meisten Hinsicht. Verlieren LP? Und Ausdauer? Warum das? Eine Schimmersteinkrone, die nur Gelehrten von Rea Lucaria. Erhöht Weisheit auf Kosten LP und Ausdauer. Okay, verstehe. Erhöht Weisheit auf Kosten LP und das auf Kosten der Ausdauer. Aha. Das Ding erhöht einfach nur die Weisheit, aber hat keine Nachteile. Ist dafür, ne, wenn wir die Stats angucken, wesentlich schlechter. Wie viel Weisheit müssten wir haben? Für den Mondschleier? 23. Das heißt, mit der Euren Krone hätten wir das. Nee, 21. Wir brauchen 23. Okay, wir ziehen mal das ganze Set an. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich verwenden möchte, aber wir ziehen es mal an. Dann gucken wir, wie viel Weisheit wir sind. Robe der Königin. Das erhöht nicht die Weisheit. Okay, wir gucken mal, wie wir aussehen. Fashion ist auch immer wichtig. Armreif der Königin. Auch nichts Spezielles. Aristokratenstiefel. Ah, was war das andere? Ah, hier Hose der Königin. Auch nichts Spezielles. Okay, wir sehen grottenscheiße aus. Und wir haben 21 Weisheit. Ich debattiere gerade. Sollen wir zwei Level-Ups machen? Können wir mit dem Ding eigentlich was machen? Nee.
Lasst uns zwei Level-Ups machen, damit wir auf 23 kommen. Und dann werden wir das andere Schwert auch nochmal aufwerten. Okay, geht sich genau aus. Fantastisch. Ich bin so in die Songcast Fallacy reingerannt mit der Weisheit. Ich sag's euch. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay. Schwert aufrüsten. Soweit wir können. Wir sogar mit den Runen jetzt knapp. Okay, rüste hier mal dieses Ding aus. Das hat Weisheitsskalierung auf C. Okay. Du brauchst Dunkelschmiedesteine. Okay, und jetzt geht's nicht weiter. Weil wir keine Dunkelschmiedesteine 6 haben. Okay, wie schauen die Waffen aus? 209, 72. Ja, der Mondschleier ist... Moment mal, was? Warum kriegen wir den nicht auf plus 6? Dunkelschmiedesteine 6 haben wir auch keine mehr. Ich verstehe. Jetzt vergleichen wir das mal mit dem da. 141 plus 88. Also körperlich ist das schlechter. Das hat magietechnisch wesentlich besser. Und der Blutverlust ist auch ein Ticken besser. Ich denke, wir probieren das. Wir sehen jetzt halt ein bisschen bescheuert aus. Zumindest auf dem Kopf. Die anderen Sachen wechsle ich wieder zurück. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir die Maske anziehen. Lass uns die auf Kosten der Ausdauer. Okay, das sieht eigentlich noch beschissener aus. Nun ja, was soll's, mein Lieben? Ich denke, wir machen erstmal einen Break und schauen uns hier dann in der nächsten Episode ein bisschen genauer noch um. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Northgate.